Hallo liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir leben in der Demokratie. Demokratie bedeutet oft, dass viele Menschen eben an einer Entscheidung sich beteiligen und eben Entscheidungen treffen. Dennoch gibt es in jeder Gemeinde Leiter, Leiterinnen, die einfach für eine bestimmte Gruppe stehen und eben auch sprechen oder Entscheidungen treffen. Angefangen von den kleineren Familien oder großen Familien, da ist immer eine Leiterin oder ein Leiter. Oder in einem Verein oder in einer Pfarrei oder in einer Gemeinde und dann in einem Kreis, in einem Land oder im Bund oder ganzer Welt. Menschen brauchen Leiterinnen und Leiter. Das heißt, das sind die Menschen, die wirklich stehen für das bestimmte Volk. Und in der Demokratie werden eben solche Menschen gewählt. In der Kirche werden die Menschen eben beauftragt. Und so gibt es verschiedene Modelle, wo diese Leiter ausgesucht werden. Über einen Leiter spricht das Alte Testament an diesem Wochenende, nämlich Mose. Der Mose bekommt den Auftrag von Gott, er sollte eben die Israeliten befreien von der Sklaverei in Ägypten. Das tut er. Er führt. Es gab ganz viele Probleme, vor allem gegen den Pharao, den König von damals. Und dann einfach unterwegs. Und es war auch lange Zeit, 40 Jahre. Das ist bestimmt eine ganz, ganz lange, lange Zeit. Und dieser Leiter eben muss immer wieder schauen, wie er zurechtkommen kann. Auf einer Seite ist eben der Gott, der ihm die Beauftragung halt gegeben hat. Und er will sehr gerne auch die Menschen hinführen, wo er will. Und aber auf der anderen Seite sind die Menschen da, die haben auch ihre eigene Plage. Sie morzen manchmal gegen den Mose, gegen Gott. Und manchmal sind sie froh. Und das ist alles irgendwie so, ich sage Ihnen, aus meiner halt eigenen Erfahrung, es schmeckt nicht immer, Leiter zu sein. Als leitender Pfarrer seit 11 Jahren weiß ich davon sehr. Und es ist interessant in dieser Geschichte, dass Mose eben zum Berg Sinai geht. Und er hat eine Begegnung mit seinem Gott und dummerweise bleibt er zu lang. Und was passiert? Die Menschen sind kopflos. Sie haben keinen Leiter, also was versuchen sie? Sie bauen ihren eigenen Gott. Ein Kalb wird eben gemacht aus Gold und die Menschen beten dieses geschaffene Ding an. Und dann sagt Gott, hey, schau mal, du bist einfach zu lang hier gewesen und schau, was deine Leute unten machen. Wie er dann geht und dann alles, das lassen wir momentan weg. Aber diese Spannung, Leiter zu sein, auf einer Seite den Auftrag Gottes immer wieder zu erfüllen, aber auf der anderen Seite bei den Menschen zu sein, das ist eine spannende Arbeit für einen Leiter. In unserem Alltag sehe ich oder ich nehme auch wahr, dass viele Leiter doch nicht bei den Menschen sind. Ich bin nicht eine Ausnahme. Leiterinnen und Leiter, wenn sie einmal zu einer Position gegangen sind, ist es verdammt schwierig für sie runterzukommen. Ob das Bischöfe sind oder Pfarrer oder Dekane oder Bürgermeister oder alle Menschen, die in der Politik oder in den Vereinen oben sind oder die Managers und alle möglichen. Wie oft sind sie an der Basis? Oder wie kommen sie einfach? Oder woher wissen sie einfach, was den Menschen geht? Oder wie das den Menschen geht und was die Menschen machen? In der Geschichte von Mose lerne ich selber, in dem Moment, wenn ich einfach zu lange wegbleibe von der Basis, dann verliere ich einfach meinen Kontakt mit jenen und dann dadurch wird irgendwas Falsches bei diesem Volk. Goldener Kalb wird eben erschaffen.
Und so ist es auch in unserer Zeit. Wie viele neue politische Parteien sind entstanden in den letzten Jahrzehnten? Weil eben die Leiterinnen und Leiter unseres Landes nicht wach genug waren, um zu den Menschen an der Basis zu sein oder zu kommen und mit ihnen so ja, zu sprechen, was eigentlich sein soll. Ich würde mir wünschen, auch für mich selber, dass man immer wieder einfach auch mit Menschen in Kontakt bleibt. Und das wird eben vieles auch dann ändern. Klar, dabei muss auch der Leiter oder die Leiterin auch sich selber ändern. Er muss oder sie muss auch viel Neues lernen. Aber anders geht nicht. Wenn ich als Leiterin und Leiter sein möchte, dann muss ich immer wieder, wie unser Papst Franziskus sagte, den Geruch der Schafe kennen. Haben wir solche Leiter? Werden wir so Leiter? Oder bleiben wir solche Leiter? Schönen Sonntag und eine gute Woche. Tschüss.